Favo. Weißt du, was wir vergessen haben in den letzten beiden Folgen? Nee. Kommentarfragen? Verdammt! Aber, wir haben den Enderdrachen besiegt. Da ist, genau. Da ist keine Zeit für Kommentarfragen. Lass schlafen, Raffi. Ja, okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist mir gerade so eingefallen, als wir begonnen haben. Deswegen, ich konnte es gar nicht vorher ansprechen. Ich habe sogar auch Kommentarfragen, aber die kommen dann beim nächsten Mal. Oder heute halt. Nee, ich kann jetzt nicht raussuchen. Okay, dann halt nicht. Nee. Na gut, aber herzlich willkommen zurück. Und willkommen zu Minecraft. Sehr richtig. Also, ich baue jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich baue. Viel Spaß beim Bauen. Ich brauche Holz. Haben es gibt Holz? Doch Ender-Chests, oder? Normale. Ender-Chests? Ja, gibt's normal schon. Nicht Void-Chests, sondern Ender-Chests. Da gibt's die nicht mehr. Wurde die geändert durch den Mod? Ein Geänder-Chest. Mein geheimer Plan hat funktioniert. Schön. Wunderschön. Ich brauche ein bisschen Holz. Und dann noch ein bisschen mehr Holz. Nein, wir brauchen nämlich eine Menge Blaze Rods für die Ender Chests. Eine Menge Blaze Rods. Zwar vier pro Stück. Das heißt, ich gehe heute mal ins Nether und... Hey, wenn du Gas ja, siehst... Ja, ne? Ja, Schavo, ja. Fünf Stück. Fünf Endertiers, meine ich schon. Gastiers hätte ich gern. Vor allem möchte ich dich hier nicht wiedersehen. Das ist aber nett. Danke. Bitte. Das höre ich in letzter Zeit recht selten, wenn ich sowas sage, aber danke. Also, können wir Spawner abbauen mit irgendwie einer Wrench oder sowas? Ich glaube, können wir das? Gibt's Wrenches? Es gibt eine Standard-Wrench, Crystal-Wrench, Flux-Infused Omni-Wrench, Invar-Battle-Wrench. Also es gibt genug Wrenches. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, dass wir halt mal eine Menge Spawner zusammensuchen und die alle nebeneinander stellen, damit wir möglichst schnell Blazes farmen können. Mhm. Mhm. Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? So. Ich sehe zwei Blazes. Hallo Blazes. Gib mir eure Stöcke. Jetzt muss ich mir das gerade mal überlegen. Ich habe ja Schienen, das ist ja voll praktisch. Ich glaube, du brauchst aber andere Schienen für. Waren das, ja stimmt, das waren andere Schienen, ne? Ja. Tracks oder so hießen die da. Achso, ich sollte nach Gas suchen auch, gell? Genau die waren das. Ich benutze trotzdem erstmal Schienen, damit ich das ein bisschen mir bildlich vorstellen kann. Die abzubauen ist ja nicht schwer. Wollten wir nicht eigentlich auch den Mod draufhauen, dass wir das besser enchanten können, das ganze Zeug? Das wollten wir, das ist richtig. Weil dann würde ich mal Looting auf ein Schwert draufhauen. Und dann müsste ich nicht so ewig hier rumsuchen nach Blaze Rods. Und? Und? Na, Gastiers. Ach so, genau, Gastiers. Deswegen bin ich auch hier, habe ich voll vergessen. Ich meine natürlich, bin ich gerade dabei. Ich habe schon fünf. Fast. Aber es ist voll praktisch, wenn die Minimap jetzt so groß ist. Das sieht man sofort, wenn hier irgendwo sich Blazes rumtreiben. Oder Ghasts. Oder Ghasts, das ist richtig. So, wenn ich das Wasser bis hierhin mache, dann kommt hier die Schiene und das geht dann noch sogar bis 1, 2, sogar bis hier, ne? Sollte an sich ja funktionieren. Ja. Aber es hat sich gereimt, du Dichter. Was? Was hat sich gar nicht hier und funktionieren. Bisschen reimt sich's. Ich bin nicht so begeistert irgendwie. Kann man, ich weiß auch nicht. Kann man eigentlich leicht Tracks machen oder sind die relativ schwer? Die gehen leicht. Okay. Aber ich wollte jetzt nur mal kurz probieren. Dein Probieren geht über Studieren. Das funktionieren kann. Ich habe noch keinen einzigen Gas gefunden. Tut mir leid, Schafe. Das ist traurig. Könntest du mir ja helfen, dann geht's vielleicht doppelt so schnell. Nee. Ich muss jetzt hier auch mal andere Sachen machen, die wichtig sind. Okay. Bin ich natürlich voll nicht mit einverstanden.
Und hier müssen noch eine Menge Bäume sterben, sonst. Ach, ich meine jetzt schon die Tracks, was soll's denn? Sonst muss ich ja wirklich zweimal machen. Ghosts. Hallo, es Ghosts. Müssten die gewesen sein, ne? Gibt's eigentlich irgendeinen Grund, warum keine Ghosts spawnen? Müssen die irgendwie extrem viel Raum haben oder sowas? Weil ich kann mich noch erinnern, damals, als ich Skyden gespielt habe, das war ja praktisch nur Lava und Nether. Also halt eigentlich nur Lava oder irgendwas. Und da waren eigentlich immer Ghosts. Ja, ich weiß auch nicht. Das kommt mir auch sehr wenig vor. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass man sie sucht, ne? Ghosts! Es müssen ja die Tracks sein, ne? Genau so. Bitte gib mir eine Ghast hier. Hab ich eine bekommen? Ja! Schau, oh, ich sehe noch einen Ghast. Was los? Schau. Ja, Mensch, ich bin doch da. Ja, du musst voll happy sein. Gegen die wirklich so? Muss ich mich da nochmal... Dann brauche ich ja Creosote Bottle. Wie kriege ich das? Ach, komm, gib mir eine Ghast hier. Nee, nur Gunpowder. War das so kompliziert? Egal. Lass Tracks machen. Hm? Track. Brauchst du? Creosote Oil. Dafür musst du Creosote herstellen. Das ist komplett richtig. Und Creosote ist ziemlich behindert. Ja, wir können jetzt cheaten. Das ist die richtige Einstellung. Ja, ich baue das jetzt erstmal, damit ich weiß, dass es so funktionieren kann. Und alles andere kann man ja später noch besorgen. Richtig. Ich habe 13 Blaze Rods. Jetzt geht's aber ab hier. 1, 2, 3, 4. Das reicht sogar. Müsste ja so gehen. Müsste sich pflanzen lassen. Dann brauche ich mal ein bisschen Wasser. Oh, ein Ghast. Wie viel hast du jetzt? Was? Hast du schon was? Nee, schönes? Ich habe aber noch einen Ghast gefunden. Oh, cool. Ja, ist echt so. Cooli Muli. Geht gerade richtig ab hier. Schade, dass du nicht dabei bist. Das ist richtig Party. Party Adi. Hm. Ja, die Party hört ja ständig auf, wenn ich dabei bin. Deswegen dachte ich, ich gönne dir mal Party und so, komm nicht mit. Ich weiß nicht, die Party ist nie da, wo ich bin. Wir sind keine guten Freunde. Party und du? Hm, Party und ich. Ja. Wir sind nie gute Freunde geworden. Schade, eigentlich ein cooler Typ. Na, ich mag den nicht so. Er ist ziemlich eingebildet. Macht immer nur Party. Was soll das denn werden? Ich hab gehört, der ist Alkoholiker. Hm. Und andere Drogen auch. Außer wenn er Kinderparty. Mann, zwei Gunpowder. Zwei Gunpowder? Du kannst mir nicht zwei Ghast-Tiers geben. Oh, ich sehe noch einen Ghast. Oh, jetzt geht's aber ab hier. So, dann hier, ne? Wir machen hier gerade eine Tea-Party oder sowas, glaube ich. Ich crush hier einfach. Eine Tier-Party? Was denn? Was? Fast schon. Du, wieder zwei Gunpowder, Mann. Aber ich sehe noch einen Ghast. Alter, jetzt kennen die dich mal hier. Stilles Wasser, stilles Wasser. Und? Bestimmt nix. Ghast hier. Echt? Boah, wie du. Ich geh voll abgehst. Ja, ja, ist das so. Ist krass. Wo war's? Hier, da war? Nein, hier, was, wo? So, das würde theoretisch von Anfang reichen. Ich bräuchte dann nur die Tracks. Ich glaube, ich habe sogar so Creosote-Bottles vorhin gesehen. Ja, ich glaube, die findet man in Chests auch ab und zu. Ja. Haben wir das vielleicht ab und zu auch mal mitgenommen? Ich gucke erst mal hier. Oh, ist ja doch recht auffällig, das Zeug, ne? Ja. Brauchen wir für irgendwas Wither-Skeleton-Bones? Nimm mit. Echt? Ja, sonst braucht man das nachher für irgendwas und dann denkt man sich, boah, warum habe ich es nicht mitgenommen? Wie zum Beispiel das Creosote-Zeug. Deswegen muss ich nochmal kurz in die Mine. Denn dort war eine Chest, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da war. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich diese Chest finden werde. Ich glaube nicht. Unterschätz mich nicht, mein Freund, unterschätz mich nicht. Oh, jetzt habe ich den Wither-Skeleton runtergeschubst. Die geben auch keine Knochen, die dummen Typen.
Lass mich doch hier durch, ey. So eine Frechheit. Ich bin zu dick geworden als Fledermaus. Zu viel Blut gesaugt. Ist auch nicht gesund. Und platzt du, wenn irgendwer auf dich drauf tretet? Ist überall Blut an der Wand. Ja, wie wenn so eine Mücke platzt. Am besten erst so voll mit Blut saugen lassen, dreimal stechen lassen oder so und dann an der Wand, schön. Ja. Patsch. Das darfst du erstmal neu streichen. Jetzt aber wieder. Hier waren die nicht. Hier ist aber wieder leise bei mir, Schavo. Was ist leise? Ich? Ja, alles. Jetzt ist auf einmal keine Ghasts mehr. Hätte ich ein Looting-Schwert gehabt, hätte ich bestimmt schon 25 Ghasts oder so und 30 Blaze Rods mindestens. Wo war die Kiste? Es ist jetzt weniger suchen. Weniger finden als suchen. Au. Au. Oh, also der Gast hier! Alter, wie ich abgehe. Das ist echt krass, ne? Wie viel brauchst du? Glück der Dummen muss das sein. Fünf. Wie viel hast du schon? Ja, 7. Alter, was? 7? Ich brauch 12. Krass. Na gut, ich bring mal 3 mit nach Hause. Oh, waren wir hier schon? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon, denn die Kisten sind leer. Oha. Ich tu mal die Dings bei dir rein. Brauchst du auch Blaze Rods eigentlich? Ja, ich weiß aber nicht mehr wie viele, weil du hast ja welche verbraucht, ne? Ja, ich habe jetzt 28. Ob das reicht? Aber die werde ich auch selber ein bisschen verbrauchen. Nur so ein bisschen. Mann. Ich weiß genau, dass ich das vorhin in so einer blöden, beweglichen Kiste gesehen habe, in so einer Lore. Und jetzt finde ich das nicht mehr. Haben wir Wolle irgendwo? Weiß ich nicht. Ui, da Gesundheit. Ja, weiß nicht. Aber Wolle ist ja nicht schwer. Schafe laufen. Muss mal kurz schlafen kommen. Ja, in der Nacht laufen keine Schafe rum, komischerweise. Muss ich jetzt echt nach Hause? Ja. Weil ich Schafe brauche. Warte, hier ist eine Lore. Ja, es ist, glaube ich, das ist eine andere, aber da sind die auch drin. Warte, was ist das denn? Block of Steel. Und Coal Coke. Und was ist das noch? Eine Work Card, nehme ich auch mal mit. Was, du brauchst 8 Tracks, um eine Standard Rail zu machen? Hä? Was? Eine Standard Rail. Warte, ich flieg noch. Du brauchst Tracks, oder? Tracks, genau. Ja, und für diese Seitenteile, diese Standard Rails, diese Eisenstriche da, brauchst du 8 Tracks. Oder was? Oder gibt's da noch irgendwas anderes, wie man das machen kann? Es muss ja theoretisch ein anderes Rezept geben, ne? Weil das Rezept ist in sich ja geschlossen. Man muss es ja auch anders bauen können. Standard Rail, wie ging die denn? Ich habe mir das neulich mal angeguckt, verdammt. Egal, ich komme jetzt erstmal nach Hause. Ich habe ja immerhin schon mal 4 von diesen Fläschchen, ja? Was sagst du dazu? Gut gemacht, Schaub. Dank. Bitte. Da fliegt eine Dingens. Eine Fledermaus. Musst du schlafen? Kriegt man da echt nur 1 raus? Irgendwie so die Verhältnisse, die sind da ziemlich uncool, ne? Aber du kriegst dann 32 raus. Das heißt, du verwendest dann 6 mal 8, das ist trotzdem Verlust eigentlich. Ja, aber auch, ich habe gerade geguckt, warte, wenn ich zum Beispiel diese Wooden Rail Bed herstellen will, brauche ich 4 Wooden Ties und ich brauche für jede Wooden Tie eine von diesen Fläschchen. Ja. Cool. Wer hat sich das denn ausgedacht? Irgendein Vollhonk. Aber die musst du bestimmt irgendwie anders machen noch, oder? Ich glaube nicht, das weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es stimmen kann. Ich muss doch Creosote sonst irgendwie herstellen können. Bestimmt. Ich glaube, das musst du irgendwie mit... Wie war denn das? Musstest du da nicht irgendwie auch Holz... Irgendwie Holz verarbeiten oder sowas? Warte, Creosote... Creosote Buckets? Das scheint es als Flüssigkeit zu geben, kann das sein? Es gibt eine Art Block...
davon. Seltsamer Mist. Trios. Seltsamer Mist. Okay, ich mach trotzdem schon mal ein bisschen Platz. Irgendwann werde ich das mal machen. Und dann geht's los. Sniper-Duell. Pam. Ich werde jetzt auch nicht schlau daraus, wie man das macht. Na gut, ich hole mal ein bisschen Schafswolle und so Zeugs. Ne? Naja, ich kämpfe hier so lange. Ich ihn getötet habe und er droppt mir dafür seine Rüstung als Respekt. Nice. Wie wär's mit der Kommi-Frage? Ja, Raffi, hau mal eine raus. Hau doch du eine raus. Nö, such du doch eine raus. Du hast doch gesagt, du hast welche. Ja, aber du hast auch welche. Also zählt das auch. Du bist aber schon ziemlich cocky, dass du sagst, dass du morgen wieder da bist. Was denn? Ich meine, wenn wir unsere vergangenen Verhältnisse anschauen, wann du da warst und wann du nicht da warst. Wir hatten nie ein Verhältnis. Wir sind noch geschorene Schafe. Ja, dann ist es aber ziemlich unwahrscheinlich, dass du morgen auch wieder da bist. Doch, 100 pro. Okay, warte, ich suche jetzt eine raus. Dafür fliege ich erstmal hoch. Warte, ich will noch eins raussuchen. Jetzt mache ich das. Du bist jetzt still. Boah, ey. Halt jetzt die Schnute. Okay. Und lausche meiner angenehmen Stimme. Dafür muss ich jetzt, du bist es jetzt selbst schuld, ich muss jetzt zunächst auf YouTube gehen, muss in meinen Kanal reingehen. Ich muss jetzt in mein YouTube-Studio, so heißt es, dann in den Videomanager und muss mir jetzt eine Folge raussuchen, warte, wo eine Frage ist. Und wenn es jetzt zwei gibt, dann muss ich mir die erst durchlesen. Ja, wir fangen mal mit dir an. Pass auf, hör zu. Ja, hör zu. Wolltest du? Jack Phil TV und mehr. Kommi-Frage. Welches Projekt hat euch am meisten gefallen? Von Feed the Beast, Hexit, Herr der Ringe und Galacticraft. Was Feed the Beast Unleashed wahrscheinlich, oder? Ja, das, was wir zusammen gespielt haben. Hexit, Galacticraft und Lord of the Rings. Also ich glaube, das meiste Potenzial hatte Lord of the Rings. Wenn das nicht so wenig Inhalt letztendlich dann hätte. Ich weiß nicht. Irgendwie. Das ist eine schwere Frage. Könntest du spontan eins sagen? Ich müsste dann auch drüber quatschen. So spontan könnte ich es nicht. Also willst du jetzt erst überlegen oder was? Soll ich was sagen? Ja, es ist halt so. Wir machen das ja immer abwechselnd, wir machen immer ein Modpack meistens zu erkunden und so und eins mit mehr Technik und so. Und ich finde, man kann es halt dann nicht so direkt vergleichen, weil das macht halt dann der Feed the Beast und so und hier Galacticraft macht dann eigentlich so technisch Spaß und das andere halt so erkunden Spaß. Deswegen finde ich jetzt rein vom Gameplay eigentlich, fand ich Hexit am besten. Aber jetzt, Hexit fand ich besser vom Erkunden her als Lord of the Rings. Weil du halt einfach mehr Sachen hattest und Bosse und was weiß ich alles. Und von der Technik her fand ich Galacticraft bis jetzt besser als Feed the Beast Unleashed. Okay. Ich muss auch sagen, also ich bin natürlich auch durch Herr der Ringe eigentlich ein gebranntes Kind. Ich habe mich auch so drauf gefreut, dass wir das machen. Und ich glaube, wenn es noch jemand gegeben hätte, der da wirklich die ganzen Städte nachgebildet hätte oder dass die mit drin wären, dann wäre das auf jeden Fall das absolute Favorite geworden. Aber so war es nett. Ich meine, dieses Erlebnis, wenn du was findest, war immer gut, aber es war einfach echt zu selten. Ja. Ich meine, so, wenn man sich mal die Ends oder sowas anguckt, die waren schon Highlight pur und sowas, ne? Und dass ich die getötet habe, war auch cool. Wenn sowas halt öfter gewesen wäre, dann. Genau, top. Also dann hättest du es durchaus geschafft. Sonst muss ich auch sagen, also ich bin ja, wie man vielleicht weiß, wie ich das auch öfter mal erwähnt habe, nicht so der Typ, der sich dann nur gern an Technik aufhält, sondern auch gern mal was erkundet. Und deswegen bin ich eigentlich auch verhexet. Weil da hast du wirklich jede Folge, wie viel haben wir gemacht? 50, ne? Hat ja einer geschrieben, dass wir zu Hipster sind. zu Mainstream, dass wir nicht so Hipster sind. 50 Folgen, wo man eigentlich jede Folge irgendwas Neues hatte. Und das war schon cool. Ja, vor allem da gab es auch so viele Mods, die halt einfach das Erkunden auch so schön gemacht haben. Mit diesen also Battle Towers, dann hatten wir den Twilight Forest. Mit den Piratenschiffen. Ja, genau, das noch. Alles Mögliche. Ja, das war. Das war schon super. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, Feed the Beast war auch cool, vor allem, weil es am Ende halt so schön luxuriös war. Weil man nichts mehr selbst craften musste. Ja, dann bist du halt auch ein.
bist du auch einfach mal so an den Punkt angekommen, wo du nichts mehr zu tun hast, ne? Weil du halt auch alles einfach machen lassen kannst. Und ja, man muss sich dann halt andere Ziele da setzen, ne? Das ja, genau. Dann geht's halt meistens ums Bauen. Aber ich fand hier jetzt bei der Galacticraft, das ist ganz gut, weil du kannst im Prinzip halt das gleiche erreichen wie bei Feed the Beast. Aber du hast dann praktisch nochmal so als großes Endziel, dass du das gleiche dann nochmal zum Beispiel auf dem Mond machst oder sowas. Also ja, vor allem, ich weiß nicht, inwieweit du das kennst, aber sobald es in den Weltraum geht, geht's ja erst los. Dort gibt's ja auch Dungeons und sowas, das sage ich jetzt einfach mal schon, ne? Mhm. Echt? Ja, es gibt einen riesen Endboss in diesem Modpack. Echt? Ja. Ui, da freue ich mich ja noch mehr drauf. Aber warum fliegen wir nicht ins Weltall? Auf geht's. Nehmen wir mal einen Jetpack und los geht's. Ja, also das wird ja dann auch das Spannende. Man muss sich um Sauerstoffversorgung und sowas kümmern. Das wird richtig super dann noch, dass wir dann eine Basis aufbauen. Und ja, gerade wenn es dann noch diese Anwendung gibt, dass es noch weitere Planeten gibt. Das wird super. Alter, dann gibt's ja da vielleicht noch andere Bosse und so. Ja, werden wir dann sehen. Ui, da. Sexy. Also ich glaube auch vom Potenzial her könnte Galacticraft das Beste werden. Auch wenn es eine große Vorbereitungszeit hat. Ja, aber das sind wir auch irgendwie ein bisschen selber schuld eigentlich. Weil ich meine, ja, wir könnten locker bestimmt schon das bauen, was wir bräuchten. Wenn wir einen Digital Miner haben, wir unendlich Ressourcen. Und stimmt. Im Prinzip könnten wir bestimmt schon alles einfach hinzimmern. Aber es wäre langweilig, ne? Genau, wir bereiten das zu langsam vor. Ja. Testen nochmal die und das Mods. Ja. Die und das Mods. Die und das Mods. Mir fehlten ein paar Buchstaben. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Okay, hier ist soweit alles frei. Ich habe jetzt eine Menge Wolle. Eine Menge. So. Wo soll ich das Obsidian hin? Das weiß ich nicht. Ganz viel farbige Wolle vor allem. So. Warte, dann fehlt der da. Achso, das war falsch. Nun gut, aber die End hat ja auch schon gesprochen. Ja, ich wollte trotzdem noch ein paar Ender-Chests machen. Nee. Was, nee? Nee. Was, nee? Die Ente hat gesprochen. Die End hat gesprochen. Haut er mich jetzt mit seinem fetten Holzstock? Ich hau dich mit dem fetten Holzstock. Nein, bitte nicht. Ich hab doch mein cooles Holzschwert fürs Karate-Training. Das ist super. Das würde dich schaffen, Raffi. Meinst du? Ohne Probleme. Ich glaube nicht. Doch, so, vielleicht. Das ist jetzt die Anfangsfarm, die kann ich ja dann noch erweitern. Ich wollte es ja nur mal testen. Oh, ich könnte 7 Ender-Chests machen. Ich mache aus 7 Ender-Chests. Pow. Sexy Shit. Dann die Cargo-Box, die könnte ich schon mal bauen. Die geht bestimmt einfach. So, also oder? Eine Chest haben wir für den Digital Miner, ne? Ja, die geht einfach. Das kommt dann hier einer hin. Gut, so. Dass ich einen Block of Steel gefunden habe. Das ist ja voll super. Das brauche ich doch dafür, ne? War das nicht so? Nee, da brauche ich nur Iron. Block of Steel haben wir doch hier. Ja, ich habe einen gefunden. Gratis-Sachen sind immer am besten. Ach so, ja. Okay. Das ist wie Gratis-Essen. Das schmeckt immer am besten. Oder nee, oder doch, oder nee, oder doch, oder nee, oder doch, oder nee, oder doch. Oder ja, oder nein. Oder vielleicht. Dann hole ich mir mal Eisen. Wie hat man die nochmal hergestellt, die anderen Teile? Chestpane aus Holz und Holz. Das ist kompliziert. Das ist echt kompliziert. Ja, du hast jetzt hier nicht die schwere Aufstellung gesehen, ne? Das ist ein ganz schwieriges Muster, das ich jetzt machen muss. Mache ich hier gerade Bullshit oder nicht? Ich finde, das habe ich. Im Zweifel für den Angeklagten. Warum habe ich hier so viele Sachen? Warum habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum habe ich 3? Oh, davon brauche ich 4. Dann brauche ich das noch. Das heißt, einmal muss ich das, oder viermal muss ich das so machen. Okay. 1, 2, 3, 4. Crafty, crafty, craft. Okay, ich glaube, ich hab's. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ist noch kurz. Also, ich glaube, nächste Folge könnten wir sogar schon unser automatisches System anschmeißen. War das
sag's nicht so. Ist ja kompliziert. Cool. Ja. Dann heißt es, ich muss nicht mehr so viel machen. Richtig. Bisher. Oh, ich bin doch total überfordert, dass ich immer so viel machen muss. Alles klar. Das wird dann super geil. Ich brauche noch ein paar Kabel und ja, aber da wieder einiges zu tun. Ansonsten, schau, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich habe nicht zugeschaut. Was? Ich schau deine ganzen Videos auch immer an. In letzter Zeit. Da war ich immer aktiv dabei. Selbst schuld, sag ich dann mir. Ich meine, deine ein Video pro Tag, den du letzte Zeit hochgeladen hast. Ja, also. Ich sag mal so, Qualität vor Quantität, ne? Würde ich jetzt immer so sagen. Harte Worte. Warte, jetzt crafte ich auch noch was zu Ende. Du bist jetzt selbst schuld. Okay, oder du hast Iron Pains. Läuft bei dir. So, fertig gecraftet. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.